Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 6. Letztes Mal sind wir nach G2 gegangen, um etwas Spezielles zu erledigen hier. Ich habe die Party auch umgestellt, und zwar Lockguard Teramok. Die Ausrüstung ist jetzt momentan noch nicht so wichtig. Was wir in G2 eigentlich machen wollen, ist hierher gehen. Und zwar ins Aktionshaus. Da sind lauter reiche Spinnen drinnen. Und um auch zu den reichen Spinnen zu gehören, solltet ihr momentan zumindest 30.000 Goldstücke mit haben oder Gil, je nachdem, wie ihr dazu sagen wollt. Wenn ihr weniger mit habt, wäre es vielleicht eine gute Idee, vorher noch etwas Gil heranzuschaffen, am besten durch Zufallskämpfe. Denn wir brauchen ziemlich genau 30.000 jetzt hier. Ihr könnt natürlich auch Items verkaufen, also Ausrüstungsgegenstände, die ihr nicht mehr braucht, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, aber natürlich auch eine Option ist. Also gleich mal rein ins Aktionshaus. Und da gibt es vorne eine Bühne, wo die Sachen präsentiert werden, ein Auktionator und der Typ am Eingang, den man immer ansprechen muss, damit man an der Auktion teilnehmen kann. Und teilzunehmen wollen wir einfach mitbieten. Dann sucht sich unser Hauptcharakter automatisch einen Platz und dann wird das Item präsentiert. Das ist das Falsche. Ja, das ist eine sehr Daune. Es gibt hier verschiedene Chancen auf insgesamt 5 Items. Und zwar zu 50% wird immer eine Zerubtaune angeboten. Da gibt es, glaube ich, zu 25% das ist ein Chocobo. Und ich glaube, das waren schon die Zerubtaune, Chocobo, noch etwas. Und dann haben wir mit jeweils 12, oder mit 12,5% also eine 1 in 8 Chance, können wir ein neues Magizid, also einen neuen Magizidstein hier kaufen. Und Zerotonne kaufen wir natürlich nicht. Und mit einer 6,5%igen Chance, glaube ich, irgendwie so, oder 6,25%igen Chance, also 1 zu 16, können wir einen zweiten Magizidstein kaufen. Ich will beide Magizidsteine kaufen, allerdings dauert das etwas und ich werde die Versuche, wo es nicht geht, immer rausschneiden. Deswegen sehen wir uns gleich, wenn der erste Magizidstein angeboten wird. Einfach immer reingehen, an der Auktion teilnehmen, schauen, was kommt. Wenn das nicht kommt, was man haben will, also kein Magizidstein, in dem Fall dann einfach weiterspulen oder wenn ihr nicht am Emulator spielt, dann einfach weiterspielen und dann rausgehen, reingehen, den Auktionator anreden und so weiter, bis halt der Magizidstein kommt. Und bis dahin, ja, wir sehen uns gleich. So, da haben wir auch schon das erste Magizid gleich. Und zwar ist das Meditier. Das ist eigentlich, dass das nur eine 1 in 16 Chance hat aufzutauchen. Aber das macht nichts, dann holen wir uns die andere eben nachher. Und die kostet, also das mit dem Kosten ist einfach ziemlich leicht zu verstehen im Auktionshaus. Und zwar jedes Item kostet einen gewissen Betrag und der Betrag kommt einfach beim zweiten Mal, bei dem man bieten kann. Das heißt, das erste Mal bieten ist quasi umsonst. Das kann man bieten oder nicht bieten, es ändert sich, soweit ich weiß, ändert sich nichts am Preis. Erst wenn man das zweite Mal zu bieten drankommt, kann man sich quasi entscheiden, ob man es kauft oder nicht. Das gilt für alle angebotenen Gegenstände, außer, ich glaube, ein Gegenstand kann man nicht kaufen, der wird immer überboten. Und zwar ist das ein Chocobo entsprechender und der wird gekauft von einem Typen mit einem kleinen Jungen hier. So, wie haben wir. Meditieren kostet 10.000 Gil, also Goldstücke oder wie immer. Einfach bieten und dann gehört es auch schon uns. Das ist eine ein ziemlich gutes Magizid. Was das genau kann, zeige ich nachher gleich her. Und vorher will ich noch schauen, dass ich das. Übrigens, das ist der Typ, der den Chocobo für seinen kleinen Jungen kauft. Weil der kleine Junge sich immer aufregt, dass er sich unbedingt den Chocobo haben will und bietet dann 500.000 oder so. Also, wir sehen uns gleich, wenn das nächste Magizid angeboten wird. Sehr gut, das hat ja gar nicht mal so lange gedauert jetzt. Das zweite Magizid, das wir uns holen können, ist Golem. Und dessen Preis ist doppelt so hoch wie der von Meditieren. Das heißt, wir müssen hier 20.000 Gil berappen. Das sind dann zusammengerechnet mit den 10.000 am Anfang ungefähr. Nein, will man noch nicht bieten. Ungefähr. Also ziemlich genau sogar 30.000 Gil, die ich gesagt habe, dass ihr vorher haben solltet. Sehr gut, gehört auch schon uns. Das ist das Einzige, was ich unbedingt haben wollte. Und ich zeige noch die Chocobo-Sache her, weil die ist ziemlich lustig anzusehen. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der Chocobo angeboten wird.
So, es ist erstaunlich, ein echter, sprechender Chocobo. Sehr gut. Ich glaube, der ist etwas mehr als 1000 Gil wert. 5000? 7000? Also die Leute bieten ganz normal mit und das Kind sagt, Papa, das will ich. Danke. Nicht bitte, sondern danke. Ich will es, kauf's mir, bitte, 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 bitte. Also wir können, egal was wir hier machen, wir können den Chocobo gar nicht kaufen, den entsprechenden. Ich kann mal mitbieten, ist ja nicht egal. Und der Papa sagt dann einfach 500.000 Gil. Okay. Was? Das dürfte ein reicher Wahnsinniger sein. Ja, das glaube ich auch, dass 500.000 für einen Tag genug sind. Ein verwöhnter Junge. Okay, dann schauen wir uns dann, wenn wir draußen sind, gleich mal an, was die zwei Magizid können, also die zwei neuen S-Bahn. So, ich baue Golem. Können wir Angriffsschutz, also ab. Ja, Angriffsschutz, Stopp und Quell 2 lernen. Sind jetzt nicht so wirklich toll, aber Golem hat bei Level Up Ausdauer plus 2, was natürlich sehr toll ist. Werden wir vielleicht auch, was haben wir hier? Ja, lassen wir mal Ding. Und Meditier hat bei Level Up Magiekraft plus 2, außerdem Raspel und Osmose ist auch cool. Also vor allem Raspel ist extrem gut, weil man dann viele Gegner daran hindern kann zu zaubern, was gar nicht so schlecht ist. Und Magieschutz natürlich, so wie Shell, glaube ich. So ähnlich halt. Und Magiekraft mal 2, also plus 2 pro Level Up, das ist natürlich für die Zauberer extrem toll. Das heißt, wir werden das gleich mal bei. Ups, noch nicht. Nein, das habe ich nicht. Hier lassen wir Ifrit. Dann ist das. Nein, das ist nicht. Nehmen wir hier gleich mal Meditieren. Und bis S-Bahn nehmen wir. Naja, Mock hat sowieso so viel HP, also zumindest momentan noch, der braucht es auch nicht. Jetzt können wir noch, also mache ich in der Folge noch zwei Sachen, die quasi nebenbei laufen. Und zwar. Ich habe noch vergessen, wir kaufen uns noch ein Magazin, genau. Komplett vergessen schon. Und zwar ist das in Zen. Ich kann mich wahrscheinlich etwas länger jetzt nicht mehr genau erinnern, wo Zen ist. Ich glaube, es ist da ganz oben, oder? Das da müsste da nicht Zen sein. Falls nicht, dann muss ich Zen kurz suchen und dann sehen wir uns in Zen wieder. Zuerst mal Zufallskampf. Ja, die Gegner sind hier jetzt nicht mehr allzu schwierig. Ich habe übrigens bei. Ja. Lock hat die Falkenaugen und den Genshin-Handschuh. Und die restlichen sind so ausgerüstet, dass sie ganz gut sind. Also. Oh, 300 ist doch ganz schön viel. Ah, sollte ich vielleicht auch heilen zwischendurch mal. Ah, Gau bekommt Level Up, super. Darum sollten wir uns auch eigentlich kümmern. Ah, das ist falsch. Da wollte ich nicht her. Darum sollten wir uns jetzt eigentlich auch schon ganz schön kümmern. Weil mit den Level Ups, vor allem mit den Boni, die wir durch die S bekommen, zahlt es sich doch auch. Wo ist denn die komische Stadt hier jetzt? Ah. Ist das vielleicht sein? Zahlt es sich immer aus, vor dem Level Up kurz Esper zu wechseln. Auch wenn man die jeweiligen Zaubersprüche nicht unbedingt braucht. Das ist Kohlingen, das ist auch nicht richtig. Verdammt. Ich dachte mir eigentlich, ich weiß, wo Zen ist, aber offenbar habe ich mich da vertan. Ich schaue mal kurz nach, wo Zen ist und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe es auch schon gefunden. Ich wusste ja, dass es irgendwo im Norden ist, nur habe ich quasi auf dem falschen Kontinent gesucht, und zwar auf dem Kontinent des Imperiums, und ganz im Norden ist Zen. Oder Zen, oder wie auch immer man das sagen will. Und zwar gibt es hier einen Typen, der ist etwas versteckt. Der verkauft mir auch noch einen Magizidstein. Und zwar hier hinten in der Ecke, das sieht man kurz. Ich glaube, wenn ich hier mit zwei den Hintergrund abbreche, sieht man ganz gut, ja. Nein, wir sind keine Soldaten. Wir wollen eigentlich nur kaufen von dir. Äh,
Seraph kann man später auch billiger kaufen, allerdings ist Seraph so gut. So, seit ich mal her. Event, Esper. Ups. Kann man quasi Quell 2 lernen, Regen heilen und alles Zeug, das es auf jeden Fall jetzt auszahlt. Vor allem Leben ist ganz gut jetzt. Das werden wir auch gleich bei. Bei Terra machen, damit die mal anfängt, Quell 2 regen und heilen zu lernen. Schauen wir mal, ob sie nicht nah beim Level Up ist. Ah, 2700 ist okay. Und dann will ich noch etwas herzeigen. Ah, geh weg, geh weg. Und zwar. Gibt es noch etwas für. Ah, verdammt. Für die, die unbedingt grinden wollen und unbedingt schnell an alle, an alle Zaubersprüche kommen wollen, gibt es ab jetzt einen relativ einfachen, eine einfache Möglichkeit, das zu machen. Und zwar, sofern man zumindest mit Gaur schon einige. Zumindest eine bestimmte Wuttechnik gelernt haben. Und zwar hier gibt es eine Insel. Da sollten wir jetzt Gaur jetzt aber auf jeden Fall heilen. Wir können ja alle heilen. Moment. Und da können wir einem bestimmten Monster begegnen, das sich relativ leicht besiegen lässt und sehr viele Magiepunkte gibt. Dann natürlich auch andere Monster hier rumschwirren, muss ich jetzt kurz das Testset anlegen und schauen, ob ich das Monster dann finde. Und wenn ich das Monster dann finde, dann sehen wir uns gleich wieder. Und da ist er auch schon, auch wenn es nicht danach aussieht. Und zwar ist das ein Gegner, der von Anfang an automatisch den Unsichtbarkeitsstatus hat und noch dazu schläft. Unsichtbarkeit bedeutet in dem Fall, dass er nicht nur, also er hat den Klar-Status, das heißt, er ist nicht nur unsichtbar, sondern man trifft ihn auch mit physischen Angriffen nicht. Allerdings ist er mit magischen Angriffen sehr leicht zu treffen. Trotzdem sollte man ihn mit magischen Angriffen hier nicht traktieren, sondern mit Gauss, Gauss Wut, und zwar mit Odox, weil, zeige ich das gleich warum und den eigentlich, sagen wir einfach, der Typ ist sehr stark, also er kann Meteor zaubern, ich zeige das nicht, das ist so wichtig. Das heißt, wir können zwar hier mal probieren angreifen, aber es wird nichts nutzen. Ja, natürlich, wir treffen nicht, genauso mit Mock, und deswegen machen wir Wüten und nehmen Rodox. Rodox hat zwei Angriffe. Und einer davon ist Falltür, und Falltür hat den tollen Nebeneffekt, dass es Gegner sofort töten kann. Und dadurch, dass der Gegner gegen Magie sehr anfällig ist, funktioniert Falltür in dem Fall immer und gibt uns 10 Magiepunkte, ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Ja. Terra nennt der Regen. Also, wenn man unbedingt Zauber quasi grinden will, so dass man relativ schnell relativ viele Zauber bekommt. Schauen wir das mal nach. Sehen wir hier. Sind wir fast fertig mit allem schon. dann ist das wahrscheinlich die beste Möglichkeit, das zu machen. Ich werde noch einen Kampf gegen ihn machen, damit bin ich bei Terra mit Seraph fast fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und durch ein Party umstellen und so weiter und so fort. Also bis gleich. Oh, wir haben noch kurz Zeit, den Typen doch mal herzuzeigen. Er ist im zweiten Kampf jetzt auch gleich wieder aufgetaucht. Und ich habe zufällig vorher einen Safe-Set angelegt. Das heißt, machen wir das mal so. Terra wird jetzt. Was machen wir hier am besten? Ja, Feuer, es ist im Prinzip egal, was wir zaubern. Wir machen auf jeden Fall Schaden. Aber das Ganze wird nicht gut für uns enden, glaube ich. Au! Der Typ ist ganz schön groß, also. Machen wir hier auch noch etwas. Gift ist egal. Es ist egal, was wir machen. Wir können ihn, glaube ich, nicht wirklich töten, bevor er uns tötet. Oh, wir heilen ihn sogar mit Gift, also nicht so toll. Ah, und er zaubert gleich mal Meteor. Und das war's dann. Oh, kann ihm sogar noch aus. Ah, und er verzaubert sich wieder, also er verzaubert wieder Schlaf auf sich und den Klarstatus, das heißt, er verschwindet uns quasi und das ist quasi der Gegner. Am besten, wie gesagt, mit Falltür besiegen, dann ist kein Problem. Ansonsten wird man
ziemlich schnell getötet. Ich wollte euch noch ganz anderes herzeigen, bevor ich die Party erkläre und wir uns bis aufs nächste Mal verabschieden. Und zwar, wir können noch Briefe verschicken, jetzt nachdem wir das Luftschiff haben, geht das ziemlich einfach. Und zwar gab es in Moblitz damals diesen Typen hier, der im Bett liegt, ich weiß nicht, ob ich das erklärt habe, das ist ein Soldat aus Miranda, glaube ich, ja. Und ja, und haben ihn halt, nachdem er desertiert ist, irgendwie Beine gebrochen oder was auch immer. Jetzt ist er ein Krüppel und er wird seine Freundin aus Miranda nie wiedersehen. Deswegen würde er gehen, er hat schon einen Brief von ihr bekommen und den lesen wir vor. Okay. Ja, das wird wohl schwer gehen, wenn er ein Krüppel ist. Er würde auch gern zurückschreiben, das Problem ist, er kann nicht zur Post gehen und den Brief abschicken, deswegen. Das wird nicht genau erklärt, aber er gibt uns quasi den Brief jedes Mal, wenn wir einen Brief von ihr vorlesen, oder er gibt uns etwas, das wir hier schicken sollen. Und dann gehen wir hier ins Postbüro, zu dem Typen hier. Er sagt Post nach Miranda, kostet 500 Gil. Und dann können wir den Brief aufgeben. Wenn wir nur die Seite von ihm sehen wollen, dann gehen wir jetzt einfach oben in den Shop hinein. Reden einmal mit dem Shopkeeper und gehen dann wieder zu dem Typen und da steht der nächste Brief von Lola ist wieder da. Ich will aber gern sehen, was Lola dazu sagt und deswegen gehe ich mal kurz nach Miranda und besuche Lola und was sie sagt, das sehen wir gleich. So, wir sind in Miranda, falls ihr nicht mehr wisst, wo Lola wohnt, sie ist leider genau in der drüberen Ecke der Stadt angesiedelt, also hier. Und sobald wir hier reingehen und mit ihr sprechen, es gibt nur leider kurze Dialoge von ihr, also nichts wirklich Tragisches, aber ich werde es trotzdem alles herzeigen. Und das Erste, was sie sagt, ist ein Brief von ihm, er ist gesund, super. Also wir gehen zurück zum Typen, besuchen, während wir zurückgehen, noch irgendwo einen Shop, also einmal den Shopkeeper anreden und wieder rausgehen. Das reicht, damit quasi Lola ihm den nächsten Brief schreibt und dann sehen wir uns bei dem Typen wieder. So, wir sind bei dem Typen. Der nächste Brief von Lola liegt schon dort. Ich weiß nicht genau, ob er vorher auch schon was anderes sagt. Ja. Außer das mit dem Brief verlesen, sagt er, glaube ich, nie etwas. Oh, die Lieblingsplatte. Das heißt, implizit gibt er uns jetzt quasi die Schallplatte, die hier rechts steht. Und die können wir jetzt dann beim Postmann wieder abschicken. Das Ganze kostet natürlich wieder 500 Gold. Oder Gil oder wie immer. Genau. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Lola. So, wir sind bei Lola. Schauen, was sie zu der Schallplatte sagt. Super, eine Schallplatte, wie nett von ihm. Mehr kommt nicht raus, aber ich zeig's trotzdem her. So, wir sind wieder beim Typen. Da liegt schon der nächste Brief. Schauen wir mal, was sie jetzt schreibt. Oh, wir können uns keine Medizin leisten. Oh, okay. Ich glaube, dieses Mal kann uns nichts geben und wir müssen quasi einen Tonic von uns sponsern. Es geht genauso wie letztes Mal, einfach hingehen zum Posttypen und jawohl sagen. Nicht vergessen, ich glaube ziemlich sicher, dass hier nicht nur die 500 Gil, sondern auch das Tonic abgezogen werden. Im Prinzip ist es egal, wir schauen uns mal an, was Lola dazu sagt. Ups. So, ich hoffe, Lola hat die Medizin bekommen. Super. So, und der nächste Brief von Lola müsste auch schon da sein. Ja, keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Habe ich den Brief überhaupt vorgelesen? Schon, ne? Kann sein, dass die Sequenz manchmal etwas verpackt ist. Es kommt mir manchmal so vor, als würde da einfach ein Brief fehlen, der einfach nicht vorgelesen wird. Aber wir schicken auf jeden Fall wieder einen Brief an Lola und schauen natürlich, was sie dazu sagt. Okay, ich dachte, das hatten wir schon. Vielleicht hat sie jetzt nochmal zurückgeschrieben. Schauen wir mal, vielleicht funktioniert das dieses Mal. Oder muss ich ihn nochmal anreden? Okay, vielleicht muss ich ihn doch immer anreden, dass der Brief ordentlich vorgelesen wird. Kann sein, oder die Sequenz ist manchmal verpackt, ich weiß nicht ganz genau. Also. Und diesmal geht es natürlich um ein Buch. Dafür müssen wir natürlich nichts bezahlen, also auch kein Buch aus unserem Inventar sponsern, weil wir haben ja keine Bücher.
Und wir schicken das Buch an Lola. So, schauen wir, was Lola zu dem Buch sagt. Okay, naja, toll. Das hat sich ja wohl ausgezahlt. Ah, komm, geh her, was da? So, und ich hoffe, der nächste Brief ist auch schon wieder... Oh, es ist kein Brief angekommen. Okay, ah, wir sind fertig mit dem Sidequest. Eine Katzenglocke, super toll. Das ist ein Relikt. Also, Entschuldigung, ein Relikt. Und zwar, wo ist die Katzenglocke? Genau. Füllt HP mit jedem Schritt auf. Naja, ob es die Mühe wert ist, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein interessanter, kurzer Sidequest. Wirklich extrem wichtig ist es ja jetzt nicht. Und die Katzenglocke ist auch nicht so extrem wichtig. Deswegen, ihr könnt ihn natürlich auch einfach einsparen, aber es füllt etwas die Welt aus. So, wir sind jetzt quasi mit allem fertig, was wir machen können, bevor wir uns um den eigentlichen Hauptquest wieder kümmern. Das heißt, wir müssen hin hier. Ja, hierher. Zu der imperialen Basis. Das sollten wir uns vorbereiten und wie auch immer. Und ich habe das schon gemacht, also ich habe meinen Inventar gesäubert, ich habe Sachen verkauft, die ich nicht mehr brauche. Und die Party umgestellt. Oh, das ist ja ein nach hinten. Oh, lass mich vorne, ist wurscht. Und heilen werden wir uns auch noch. Und dann gehen wir in das in die imperiale Basis und schauen, ob wir irgendwie zu dem Berg und zu dem Tor der Eisbar kommen. Allerdings erst nächstes Mal bei Let's Play Final Fantasy VI. Es kann sein, dass das erst nach meinem London Urlaub ist. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch dazu komme, eine Folge zu machen. Die hat jetzt schon ziemlich lang gedauert. Und das sehe ich dann eh, ob sie noch am Wochenende kommt. Ansonsten bin ich ab 24. wieder zurück. Das heißt, irgendwann dann kommen die nächsten Folgen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß!